Silber hat sich in den letzten Wochen und Monaten sehr positiv entwickelt. Kann man Silber jetzt noch kaufen? Ist es vielleicht zu spät? Hat man den Einstieg schon verpasst? Oder sollte man es jetzt gleich ganz bleiben lassen, weil die große Korrektur kommt? Meine Ansichten dazu in diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, wir werden gleich über Silber sprechen und zwar über die Marken, die aus meiner Sicht wichtig sind. Sprich, welche Marke sollte nicht unterschritten werden, damit diese laufende Rallye weitergeht? Und welche Marke wird bestenfalls wieder überschritten, damit wir die nächsten Kursziele abarbeiten können? Erstmal muss man ganz klar festhalten, und wenn ihr hier schon länger auf dem Kanal unterwegs seid, herzlichen Dank übrigens dafür, dass man von vornherein als zwei Gruppen von Anlegern unterscheiden sollte. Die einen sind langfristig investiert in Gold und Silber. Die haben einige harte Jahre durchleben müssen und hallo, bin einer von euch, ohne dass ich mich beschwere. Das heißt also zur Jahrtausendwende in etwa. Ja, kommt hin, habe ich Gold und Silber gekauft und ich habe es hier schon mal gesagt, ich habe einen Teil des Goldes im Jahr 2011 gekauft, zwischendurch auch mal was zurückgekauft. Ansonsten habe ich diese Bestände nach wie vor. Gold hat ja auch auf Euro-Basis ein neues Allzeithoch gemacht. Im Silbermarkt waren wir davon meilenweit entfernt, deswegen schaue ich heute auf Silber. Das heißt also, hier geht es ja nicht um eine kurzfristige Spekulation. Hier geht es um eine Absicherung, um eine Versicherung und um die Überzeugung, dass man langfristig mit Gold als Anlagemetall eine gute Rendite einfahren kann. Sonst würde man das ja nicht machen. Ich werde gleich nochmal darüber sprechen, dass natürlich der Verfall vieler Papiergeldwährungen, der momentan noch ganz moderat abläuft. Ja, man kann in den sozialen Medien ja gelegentlich den Eindruck gewinnen, als würde gerade das Dach über uns einstürzen. Das ist ja überhaupt nicht so. Wenn wir uns die Inflation ansehen, selbst die reale Inflation, dann kann man ja in den Industrieländern weiß Gott nicht von einer Hyperinflation sprechen. Gehen wir gleich noch kurz drauf ein. So, und dann gibt es auf der anderen Seite noch die Spekulativen. Denen ist es eben nicht egal, ob Gold und Silber jetzt nochmal 10% korrigieren. Sondern für die ist wichtig, was wir jetzt kurzfristig machen. Und diese beiden Strategien, die sind durchaus miteinander kombinierbar. Das heißt also bei den Renditespezialisten beispielsweise, ja, ihr habt es auch schon mal mitbekommen, ich habe darüber gesprochen, ich sage euch ja auch immer ganz offen, wenn ich in irgendeiner Form über ein Produkt rede, wann mache ich denn hier mal Werbung? Also meinen kostenlosen Report, den spreche ich hier an, aber ich denke, das ist in dem Sinne keine Werbung. Da haben wir auch ein langfristiges Depot bei den Renditespezialisten, in welchem wir monatlich in die besten Aktien der Welt sparen. Eine Aktie könnt ihr übrigens am nächsten Mittwoch sehen. Und wir haben dazu ein Depot, mit welchem wir auf kurzfristige Strömung eingehen. Und in diesem Depot haben wir beispielsweise 12,7% gemacht mit einem ungehebelten, währungsgesicherten ETC auf Silber. Also wir haben uns eine Strecke rausgeschnitten aus diesem Anstieg, haben uns auch wieder ausstoppen lassen, als Silber dann zurückkam. Und das meine ich mit spekulativer Anlage. Das muss kein heilloses Gezocke sein. Das Einzige, was man dafür braucht, ist ein Plan. Zu einem Plan gehört ein Einstieg, zu einem Plan gehören Ziele und zu einem Plan gehört immer auch ein Ausstieg. Das werde ich in diesem Video nochmal erläutern, weil es ganz, ganz wichtig ist. Und dieser Ausstieg muss natürlich auch erfolgen, wenn es nicht so läuft wie geplant. Dann ist die Strategie, ich warte einfach mal ab, es muss ja so kommen, die ist brandgefährlich. So, und jetzt schauen wir aber direkt auf den Silberpreis und betrachten Silber unter dem Aspekt eines Anlegers, der auch kurzfristig im Silbermarkt aktiv werden möchte. Los geht's. Das hier ist Silber auf Wochenbasis. So, da müssen wir noch mal kurz grün draus machen. Silber auf Wochenbasis. Das heißt also, eine Kerze beschreibt den Handelsverlauf einer Woche. Und man kann ganz einfach sagen, aus Sicht der Markttechnik ist eine höhere Zeitebene aussagekräftiger als eine niedrigere. Und wir sprechen dann von Schlusskursen. Das heißt also,
Ein Wochenschlusskurs, der in diesem Fall hier unten gelegen hat. Bei einer roten Kerze liegt der Schlusskurs unterhalb des Eröffnungskurses. Bei einer weißen Kerze liegt der Schlusskurs dieses Intervalls. Der liegt oberhalb des Eröffnungskurses. Alles, was darüber passiert, ist sozusagen Geplänkel auf der Oberseite, hat aber am Ende nicht dazu gereicht, dass der Wochenschlusskurs über dem 38er Retracement war. Ja, das hier ist der Docht. Das gleiche auf der Unterseite nennt man Lunte. Und diese Kerze hier vor 2 Wochen, das ist ein umgedrehter Hammer. Und der ist bärisch. Nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%. Ja, eine absolute Herangehensweise an der Börse ist immer vollkommener Quatsch. Deswegen verlieren übrigens so viele Privatanleger Geld, weil sie es nicht ertragen, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Weil man ihnen irgendeinen Brocken hinwirft, versehen mit einem YouTube-Video und dann noch irgendein paar deftige Worte und schon sagen sie, aha, anders kann es ja gar nicht mehr kommen. Ob wir nun über den Zusammenbruch des Euro oder dieses oder jenes Unternehmen sprechen. Anders kann es dann nicht mehr kommen. Und was passiert, wenn man sagt, anders kann es nicht kommen? Man zieht gar nicht mehr in Betracht, dass man sich möglicherweise mit einem Worst-Case-Szenario, in dem Fall also das Worst-Case-Szenario eines Anlegers beschäftigen muss, nämlich, was ist denn eigentlich, wenn es anders kommt? Wer das nicht erträgt, beziehungsweise wer diese Sicht auf einen Markt mit Wahrscheinlichkeiten nicht erträgt, wird auf Dauer an der Börse niemals profitabel sein. Dann kann man immer noch die ganz klare Empfehlung aussprechen. Du musst dir gar keine Gedanken machen darüber, was kurzfristig passiert. Wer langfristig investiert, der ist in praktisch allen Anlageklassen, die Sachwerte darstellen, also Aktien, dann Gold und Silber, Kunst, Immobilien, der wird eine positive Rendite einfahren. Natürlich ist aber der Drang verständlicherweise hoch, und deswegen machen wir das ja hier, dass man durchaus den Timing-Faktor berücksichtigt. Ich habe es Anfang des Videos angesprochen, hier muss man ganz klar unterscheiden. Für den langfristigen in Silber investierten Käufer, Investoren, spielt es ja gar keine Rolle, ob Silber jetzt nochmal einen Dollar oder anderthalb fällt. Der ist davon überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren deutlich steigende Preise im Edelmetallsektor sehen. Und dem schließe ich mich aktuell an. Ja, ich bin ebenfalls positiv gestimmt. So, wir waren hier bei den Wochenschlusskursen und man sieht, dass so eine Reaktion recht deutlich ist. Ein Trader nutzt so etwas dann aus. Jetzt aktuell haben wir hier schon eine Gegenbewegung, die genau vom Retracement darunter stattfindet. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins größere Bild, um das Ganze einzuordnen. Was darf in Anführungszeichen nicht passieren aus Sicht eines Anlegers, der kurzfristig profitieren möchte von steigenden Kursen, also kurz- bis mittelfristig, wir sprechen hier von Wochen und Monaten im Silbermarkt, was darf nicht passieren? Dies hier unten, ja, das darf nicht mehr unterschritten werden. Das letzte Retracement, 61,8er Retracement, darf nicht unterschritten werden. Das heißt also, wenn diese Unterstützungszone zwischen, ja, sagen wir mal 16,20, 16,60, diese hier, wenn das nochmal zurückgenommen wird, nachdem wir vorher schon hier oben bei über 19 Dollar waren, dann wäre das negativ. Dann würde dieser gesamte Effekt verpuffen. Und wer sagt, das kann nicht sein, ist ausgeschlossen. Der ist einfach noch nicht lange genug an der Börse. Denn schließlich haben die Kurse hier 2 Dollar korrigiert in wenigen Tagen. Was von 1970 auf 1740 fällt, kann logischerweise auch von 1740, ja, theoretisch auf 15 irgendwas fallen, und dann ist der gesamte Ausbruch zurückgenommen, ob einem das gefällt oder nicht. Es ist nicht mein bevorzugtes Szenario, aber ich werde den Kanal so lange nicht einstellen, bis diejenigen, die sich kurzfristig engagieren möchten, akzeptieren, dass man das gedanklich nicht außen vor lassen darf. Man braucht immer bei jeder Spekulation ein Exit-Szenario. Der größte Fehler von Privatanlegern, mit großem, großem Abstand, ist, dass sie das nicht ertragen. Dass sie nicht ertragen, an der Börse in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Das ist absolut notwendig. Dieser
absolute Anspruch, so kommt es, meistens ausgelöst durch, ja, ich möchte hier kein Nestbeschmutzer sein, aber meistens ausgelöst durch ein YouTube-Video, durch einen Artikel, den man gelesen hat oder auch mehrere. Und dann entsteht im Kopf ein Bild und man sagt, es kann eigentlich nicht mehr anders kommen. Ja, das ist in der Regel eine sehr, sehr teure Herangehensweise. Es kann nicht anders kommen. Die Währung kann nicht anders als zerbrechen. Langfristig haben wir ja alle immer recht. Aber wer sich eben kurzfristig engagiert, der braucht ein Exit-Szenario. So, mache ich mal ein eigenes Video drüber, muss es heute nicht drum gehen. Hier sollte Silber nicht mehr runterfallen. Kurzfristig haben wir hier einen Widerstand zwischen 1840, 1860, hier oben auf der Oberseite. Wenn Silber darüber ansteigt, dann wird das Kursziel dieser Rallye bei 21 Dollar rückt dann sofort in den Fokus. Ja, und ob diese Korrektur, ja, man spricht dann von einer Konsolidierung, sind immerhin schon 15%, mehr als 15% vom Hoch jetzt hier gewesen, ob die bereits jetzt endet oder ob wir möglicherweise auch auf der Zeitachse noch etwas länger brauchen. Also das Silber einfach noch ein bisschen, muss ja nicht immer die ganz großen Bewegungen geben, wie es so schön heißt, ein bisschen rumdümpelt, vielleicht auch noch ein bisschen schwächer wird und dann erst dieser Ausbruch kommt. Wäre durchaus eine gesunde Entwicklung. Man sieht zum Beispiel auch, wenn ich weiß, niemand hofft, dass es wie im Jahr 2016, 2017 kommt. Aber wenn man diese Bewegung hier mal vergleicht mit dieser Bewegung hier, dann sieht man ja durchaus Parallelen. Und dann kommt eben eine Korrektur und im Teil 2 der Rallye geht es dann nochmal kräftig aufwärts. Und das Niveau ist ja durchaus ähnlich. Das heißt also, der Verlauf, ja, könnte eventuell wieder so kommen. Das heißt, die Frage, Silber jetzt noch kaufen, kann man ganz klar mit Ja beantworten. Man muss auch sagen, auf 10 Jahressicht, wenn wir uns das hier anschauen, hat Silber natürlich noch, das ist ja das, worauf die Silberanleger bauen und worauf ich auch baue, dass bei der großen Edelmetall-Rallye das Silber da enormes Aufholpotenzial hat. Wir sehen, dass das Gold-Silber-Ratio, das Verhältnis oder Ratio, von seinem Hoch über 90 zwar deutlich zurückgekommen ist, aber immer noch dafür spricht, dass Silber in der nächsten großen Bullenphase enormes Aufholpotenzial hat. Sieht man schon rein optisch, wenn man sieht hier, ja, der Goldpreis ist ein ganzes Stück weiter. Und man sieht auch, dass Silber sehr häufig im letzten Drittel eine Hosse dann nach oben durchzieht. Insofern darf man da durchaus optimistisch sein. Klar ist auch, dass dieser Widerstand bei 21 Dollar, da wird es dann darum gehen hier, ja, diese Widerstandszone, die wird letztendlich die Antwort darüber geben, ob wir jetzt schon die ganz große Rallye sehen oder ob es auf eine Rallye, die bis etwa 21 Dollar geht, dann nochmal eine Phase gibt, in der Silber etwas abbröckelt. Persönlich nutze ich im Übrigen auch, um zu sagen, ist das eigentlich eine Rallye, die wie nachhaltig ist die, nutze ich auch immer mal den Blick auf ein, zwei große Goldwerte. Das heißt also, wenn man sich, ich zeige es euch mal, Newmont Gold Corp anschaut, ja, reine Silberwerte im großen Bereich gibt es eigentlich kaum noch, dann sieht man, dass wir hierbei deutliche Zugewinne seit Anfang 2016, Newmont ist auch schon wirklich wahrlich kein Outperformer, liegt sicherlich an diesem relativ teuren Zusammenschluss, also ist im Übrigen auch nicht mein Favorit, ja, das heißt also, ja, machen wir mal anders, unser Favorit im Edelmetallsektor, den werde ich einfach mal im nächsten Report beschreiben, und zwar relativ detailliert, wir haben ihn auch im Zukunftsdepot, das heißt, das erfährst du dann auch gleich, welche Aktie wir bei den Renditespezialisten jetzt mehrfach nachgekauft haben, auch erfolgreich nachgekauft haben. Also hier kannst du dich eintragen für den kostenlosen Report. Kommt jeden Mittwoch vor Börseneröffnung. Und dort werde ich auf unseren Edelmetallfavoriten ganz genau eingehen. Machen wir einfach mal jetzt Mittwoch. Eintragen, kommt kostenlos ins E-Mail-Postfach geflattert. Wir sehen, dass Newmont
noch nicht für eine ganz große Rallye spricht aktuell. Ja, das muss man auch klar sagen. Wir sehen allerdings auch, dass Newman in den letzten Tagen ein Underperformer in dem Sektor war. Wenn wir uns einen anderen großen Wert anschauen, wie etwa Barrick Gold, es ist schon etwas positiver, aber von seinen Hochs auch noch weit entfernt. Und wir haben vor allen Dingen, ja, letztlich Silber, 21 Dollar. So diese Zwischenhochs, die spielen immer eine besondere Rolle. Ja. Das ist noch nicht überschritten hier aus dem Jahr 2016. Das heißt also, so ganz in trockenen Tüchern ist das nicht. Ich komme nochmal auf den Unterschied zu sprechen. Für einen langfristigen Investor kein Problem. Der sagt ja nur, sie wird kommen und ich werde dabei sein. Der hat ja letztendlich Gold und Silber auch als eine Art Versicherung im Depot. Und eine Versicherung, die schmeißt man natürlich nicht raus, nur weil sie mal für ein, zwei, drei Jahre nicht in Anspruch genommen wird. Ja, aber darauf möchte ich auch mal hinweisen, das ist noch kein Befreiungsschlag. Und insofern, ja, ich bleibe bullish für Silber. Aber dass die ganz große Rallye auf Kursziele, möchte ich heute eigentlich gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber meine Kursziele Silber, ja, im besten Fall dreistellig. Ob die Rallye jetzt schon aktiviert wird oder ob sich das Ganze, ob wir ja erstmal so eine Zwischenrallye bekommen, wie gesagt in Richtung 1,21 und von da aus der Markt dann nochmal etwas zurücksetzt, weil die Euphorie doch schon relativ groß ist, das werden wir sehen. Und klar, das hängt natürlich teilweise auch damit zusammen, in welcher Geschwindigkeit Papiergeld inflationiert wird. Das heißt, natürlich ist Gold und Silber eine geeignete Möglichkeit oder sind eine geeignete Möglichkeit, um die Entwertung des Papiergeldes der entgegenzuwirken. Und ob wir da in die finale Phase kommen, wo also gewünscht, ja, eine hohe Inflation, ich spreche nicht unbedingt von der Hyperinflation, aber eine deutlich höhere Inflation als jetzt, das ist relativ schwer vorherzusagen, ist aber auch nicht ganz so entscheidend. Für mich ist wichtig, dass ich hier Marken habe, an denen ich mich orientieren kann. Und ich komme nochmal auf die Frage zurück, Silber jetzt noch kaufen? Und meine Antwort lautet ja. Und wo ich jetzt verkaufen würde, beziehungsweise was aus meiner Sicht hier nicht passieren darf, das wisst ihr jetzt auch. So, das war es eigentlich für heute. Wie gesagt, wenn ihr unseren Favoriten haben möchtet in den Edelmetallen, dann bitte für den kostenlosen Report eintragen. Und eine Auffälligkeit finde ich noch sehr, sehr interessant. Wir sprechen ja häufig über gewisse Korrelationen. Also Silber und Gold korrelieren ganz klar mit dem Realzins. Silber und Gold haben aber auch lange Zeit korreliert mit dem Goldpreis. Und zwar in entgegengesetzter Art. Also ein steigender Goldkurs ging oft mit fallenden Dollarnotierungen einher. Das ist auch klar, weil Gold auf Dollarbasis gekauft werden muss. Und wenn Dollar für mich billiger werden, dann wird es für mich billiger, Gold zu kaufen. So. Und davon hat sich, von dieser Korrelation haben sich Gold und Silber durchaus entfernt. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Das heißt, wir sehen möglicherweise hier auch einen langfristigen Umbruch. Wir sehen, dass diejenigen, die in Gold und Silber gehen, den US-Dollar nicht mehr für so wichtig erachten, wie sie es mal getan haben. Möchte ich in einem der nächsten Videos drüber sprechen, schon mal als kleiner Gedankenanstoß mit auf den Weg. Und dann wünsche ich euch einen schönen Montag. Macht's gut, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann.